Einer der reichsten Männer der Welt lebt in Essen. Abgeschieden von derselben geht der Chef von Aldi Nord einem skurrilen Hobby nach. Einer Sammelleidenschaft. Es ist Theo Albrecht, der die Öffentlichkeit scheut. Auch sein Bruder Karl ist einer der reichsten Männer. Auch er ist ein Sonderling, der zurückgezogen lebt. Zu seinem 90. Geburtstag soll er nur diese drei Sätze zu seinen Gästen gesagt haben. Ich wollte gar nicht, dass ihr alle kommt. Ich habe Hunger. Ich gehe bald wieder nach Hause. Karl, der Chef von Aldi Süd, züchtet Orchideen, heißt es. Kameras meidet er. Nur ein einziges Mal tritt einer der Brüder vor die Kamera. 1971. Theo Albrecht wurde Opfer eines Verbrechens. Eine Ruhrpott-Metropole. Hier irgendwo leben sie. Zurückgezogen, abgeschieden. Die Familie Albrecht. Der Reichtum der Aldi-Familien wird ja regelmäßig in Magazinen veröffentlicht, das Forbes-Magazin aus Amerika. Da unterscheidet man zwischen Karl Albrecht und Theo Albrecht-Familie. Wenn man mal beide zusammenfasst, dann sage ich, sie sind bei weitem die reichsten der Welt, weit vor Bill Gates und Warren Buffett und anderen. Reich geworden sind sie durch uns, die Kunden. Fast 90% der Deutschen haben schon mal bei den Gebrüdern Albrecht eingekauft, in einem Aldi-Markt. Aldi hat ein gewaltiges, erfolgreiches Geschäftsmodell in die Welt gedrückt. Man kann den Einfluss von Aldi auf diese Republik in meinen Augen nicht unterschätzen. Das ist Rentner Hugo Bansemann. Wir fragten ihn in seiner Wohnung, warum kaufen Sie bei Albrecht? Wissen Sie, wenn man Rentner ist, muss man mit dem Pfennig rechnen. Und ich kaufe bei Albrecht ein. Ich kaufe dort immer ein. Man bekommt mehr für sein Geld und ich kann mir hin und wieder eine Pulle extra leisten. Aldi ist die mächtigste Handelsmacht in Deutschland. Der Konzern bestimmt den Preis unserer Grundnahrungsmittel mit allen Vor- und Nachteilen. Doch dieses große Unternehmen birgt ein Geheimnis. Wer sind eigentlich diese beiden rätselhaften Gründer? Ein so erfolgreiches Unternehmen, das quasi von zwei Phantomen regiert wird. Das ist quasi der Inbegriff von geheimnisvoll. Wer sich mit den beiden Albrecht-Brüdern beschäftigt, stößt auf eine Mauer des Schweigens. Also wir kamen überhaupt auf die Idee, uns mit den beiden zu beschäftigen. Das war im Frühjahr 2010. Da gab es kleine Meldungen in den Tageszeitungen. Karl Albrecht soll 90 geworden sein. Soll? Heißt das irgendwie, weiß keiner, ist der wirklich noch am Leben? Ist der wirklich 90 geworden? Weil es war ja auch lange unklar, wann sind die wirklich geboren? Leben die wirklich noch? Und da hat sich so aus dem Gespräch ergeben, ja Mensch, eigentlich sind das zwei wahnsinnig faszinierende Menschen. Sie haben das Einkaufsverhalten, das Essverhalten bis hin die Mentalität der Deutschen geprägt. Und trotzdem weiß man nichts über sie. Anfragen über die Firma verlaufen ergebnislos. Bei Aldi wird eisern gemauert. Doch nicht nur da. Es scheint, als unterliege ganz Essen einem Schweigegelübde.
Beim Einwohnermeldeamt standen wir bei den Bürgermeistern und haben immer nur gehört, hierzu sagen wir nichts. Also es war völlig klar, dass die uns einfach nichts sagen wollen, obwohl sie ja in Teilen eine Auskunftspflicht haben. Und da merkte ich erst, was das für ein, ja, wie soll ich sagen, für ein weit verzweigtes Netz der Verschwiegenheit ist, was die gespannt haben. Und obwohl völlig offenkundig war, dass die erlebt haben, dass die kennen, dass die zum Teil die auch regelmäßig getroffen haben, trotzdem haben die alle gesagt, nee, reden wir nicht drüber. Und das war schon in Anführungszeichen fast mafiös, diese Art und Weise, sich von der Welt abzuschotten und gleichzeitig sie zu erobern. Nur wenige Fotografien der beiden Brüder existieren. Was ist ihr Geheimnis? Warum verstecken sie sich? Im Sommer 2014 erhält der Journalist Matthias Müller von Blumenkron einen mysteriösen Anruf. Von Karl Albrecht. Der Aldi-Gründer will ihm seine Geschichte erzählen. Der Journalist macht sich auf den Weg zu einer geheimen Adresse. Ich war aufgeregt, ja. Das ist eine Sache, von der viele, viele geträumt haben. Und nun plötzlich sollte sich die Tür für mich öffnen. Und ich war äußerst gespannt und sehr, sehr neugierig, was für ein Mensch da vor mir stehen würde. Nur wenige hatten die beiden Brüder zuvor im persönlichen Umgang erlebt. Einer von ihnen ist Eberhard Fethke, ein langjähriger Mitarbeiter des Bruders Theo Albrecht. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich Herrn Theo Albrecht irgendwann mal aus Herzen voll hab lachen hören. Dass er mal aus sich herausgegangen ist und mal schallend gelacht hätte oder mal richtig losgelegt hätte. Ich kann mich an keinen Fall erinnern. Worüber hat sich Theo gefreut, ist eine Frage. Da müsste ich lange nachdenken. Da muss ich eigentlich fast passen. Außer Umsatzkosten, täglicher Umsatzberichte, morgens kommen, arbeiten, kontrollieren, nach Hause gehen, war beim Theo nichts drin. Ich habe nichts davon erlebt. Ich bin ja, wie gesagt, ständig in seiner Nähe gewesen. Und kein Ort in der Firma war zu schade, um über Kostenreduzierung nachzudenken, erinnert sich Eberhard Fethke. Diese Händetrockner haben ja einen Nachlauf. Herr Fethke, stellen Sie sich mal vor, alle Händetrockner haben einen Nachlauf von, sagen wir mal, 3 Sekunden. Das sind bei 1800 Händetrocknern 90 Sekunden. Geben Sie mal einen Taschenrechner her. Okay, Sekunde. 90 mal 1800. Das sind 162.000 Sekunden geteilt durch 60. Das sind 2700 Minuten am Tag. Und das bei 300 Geschäftstagen sind das 810.000 Minuten. Fethke, so geht das nicht. Sie sorgen dafür. Hände weg, Gerät aus, augenblicklich. Wird gemacht. Essen-Schonnebeck, eine Arbeitersiedlung. Hier befindet sich eine von über 4.200 deutschen Aldi-Filialen. Und doch ist es ein besonderes Geschäft. Hier fing die Aldi-Geschichte an. In den 20er Jahren betreibt der Vater Karl Albrecht ein Lebensmittelgeschäft. Es ist ein Tante-Emma-Laden für die Familien der Stahlarbeiter. In diesem Umfeld wachsen die Jungen auf. Ihre Mutter führt den Laden. Karl wird 1920 geboren, Theo kommt 2 Jahre später zur Welt. 3, 4, 5, 6, 7. Von klein auf müssen die beiden Jungen mitarbeiten. Sie lernen alles über Kalkulationen und Warenbestände. 3, 4, 5, 6. Es sind entbehrungsreiche Zeiten. Und alles war eben auf knapp getrimmt. Auf Sparen, auf das Geld aufpassen, sich nicht über den Tisch ziehen lassen und ähnliche Dinge. Und
Das haben die, glaube ich, mit der Muttermilch aufgesogen. Und die beiden Jungen erleben auch, wie ihre Eltern ums tägliche Überleben des Geschäfts kämpfen müssen. In der Kundschaft der Albrechts gibt es viele, die nicht zahlungsfähig sind. Oft muss sich die Mutter zunächst mit Schuldscheinen zufrieden geben. Auch Essen bekommt Ende der 20er Jahre die Folgen der Weltwirtschaftskrise zu spüren. Viele Familien leben am Existenzminimum und sind auf günstige Lebensmittel angewiesen. Die Albrechts stehen in einem harten Preiskampf. Ich glaube, nichts ist für Kinder prägender, als wenn sie sehen, dass ihre Eltern in Bedrängnis geraten. Und die Eltern Albrecht gerieten in Bedrängnis durch die Filialisten, durch Händler, die schon damals mehrere Läden betrieben, deswegen Waren günstiger anbieten konnten als die Eltern selbst. Obwohl die Eltern hart arbeiteten, die ganze Familie arbeitete hart in diesem Laden. Und trotzdem gerieten sie in Bedrängnis. Die Händler, die damals schon zwei oder drei Läden betrieben haben, sie erscheinen wie eine übermächtige Konkurrenz für die Albrechts, die von ihrer Mutter zum Eintreiben von Schulden losgeschickt werden. Lass dich nicht abwimmeln. Du gehst zu Frau Lehmann, Herrn Bauer und Herrn Kraupel und nicht ohne Geld kommen, alles klar? Los! Da haben sich beide, müssen sich beide geschworen haben, wir wollen groß werden, wir wollen Filialisten werden. Wir wollen nicht nur Filialisten werden, sondern wir wollen es den Leuten zeigen, die uns als Familie das Leben schwer gemacht haben. Das haben sie getan. Erbarmungslos. Sie wollen groß werden. Um jeden Preis. Und schon früh begreifen sie sich als Team. Doch es gibt Unterschiede zwischen den beiden. Theo, hier im Vordergrund, ist zurückhaltend, abwägend, schweigsam. Der ältere Karl im Hintergrund ist dynamisch, ungeduldig, impulsiv. Doch eines eint sie: der Hang zur Sparsamkeit. Beide machen ihre Ausbildung im Einzelhandel während des Dritten Reiches. Als der Krieg kommt, werden beide eingezogen. Karl muss an die Ostfront. Im November 1941 wird er vor Moskau schwer verwundet. Ihm droht eine Beinamputation. Den katastrophalen Rückzug überlebt er nur knapp. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Theo dient unter Rommel in Afrika in einer Versorgungseinheit. Es gab Verwandte von ihm, die erzählt haben, dass ihn das sehr geprägt hat, dass er dadurch Logistik unter schwierigsten Bedingungen gelernt hat und auch sehr viel davon gezehrt hat. Beide Unternehmen, Aldi Nord und Aldi Süd, sind ja nach wie vor militärisch geführt, kann man sagen. Also das ist erhalten geblieben. Nach dem Krieg, die deutsche Wirtschaft kommt langsam wieder in Schwung. Die Brüder übernehmen 1946 den Laden der Mutter. Sie wollen expandieren. Doch es fehlt an Kapital. Dann die zündende Idee. Weniger bringt mehr. Meinst du, das funktioniert, wenn wir nur so wenig anbieten? Theo, nicht das Sortiment ist entscheidend, sondern der Preis. Aber der Laden von Frau Kasubke hat viel mehr im Angebot. Viel mehr im Angebot. Geh mal auf die Straße. Die Leute brauchen Grundnahrungsmittel. Und die verkaufst du über den Preis. Der ist entscheidend. Aber Butter, unter 2,56 können wir unmöglich anbieten. 2,49, glaub mir, die Leute sehen nur die 4, die rennen uns den Laden ein. 2,49. Dein Wort in Gottes Ohr. Die Rechnung geht auf. Der Preis ist das schlagende Argument. In einer Zeit, in der alle Welt vom Wirtschaftswunder spricht und immer mehr Deutsche am aufkommenden Wohlstand teilhaben wollen. Wer bei Albrecht kauft, soll mehr von Geld haben.
Bei ihnen gibt es nur die nötigsten Lebensmittel. Und da die Brüder nur das Günstigste einkaufen, können sie auch günstiger verkaufen. Größere Stückzahlen bei kleinerem Sortiment. Das senkt die Preise. Und die Kunden kommen. Und damit sind sie auch sehr, sehr schnell gewachsen und hatten sehr schnell, also nicht mehr nur ein oder zwei, sondern 20, 25, 30 Filialen. Anfang der 50er Jahre wird der Name Albrecht zur Marke. In vielen Städten des Ruhrgebietes kann man jetzt günstig einkaufen. Verkäuferinnen bedienen die Kundschaft in sogenannten Stubenläden. Eine Frau für den Käse, eine Frau für die Wurst, eine Frau für die Butter, eine Frau für den Durst. Noch begegnet man den Chefs persönlich, Karl und Theo. Der sah ja immer fantastisch aus. Ne? Ja. War ja kein schäbiger Mann. Ne? Hildegard Steinweg beobachtet ihren Chef Theo. Wenn der Herr Albrecht selbst kam, der ging durch den Laden, guckte sich alles genau an, war sehr freundlich, aber in einer Art dann doch immer wieder ein bisschen unnahbar, wollen wir mal sagen. Bruder Karl ist offener und wortgewandter. Deshalb führt er die knallharten Preisverhandlungen beim Wareneinkauf. Und der Boom hält an. Mitte der 50er Jahre haben die Brüder schon über 100 Filialen in ganz Nordrhein-Westfalen. Eine der ersten Verkäuferinnen der Aldi-Brüder war Helga Schimanski. Und die erzählte Jahre später, dass ihr Mann um diese Zeit irgendwann mal etwas pikiert nach Hause kam. Er hatte für die Aldi-Brüder eine Lastwagenfuhre übernommen und kam heim und sagte: Helga, stell dir vor, heute ist mir was total Komisches passiert. Der Theo Albrecht hat mich plötzlich gesiezt. Dabei saßen wir doch gemeinsam in einer Klasse. Also da merkt man eben zum ersten Mal, dass sie anfangen, sich zu entfernen von ihren eigentlichen Wurzeln. Sie verlassen Schonnebeck und ziehen nach Bredeney, in das Reichenviertel von Essen. Doch sie leben zurückgezogen und haben wenig Kontakt zu den Nachbarn. Dort machten sie wieder eine Erfahrung, die sie sehr, sehr lange prägte, nämlich von Nachbarn, von der Umgebung gering geschätzt zu werden. Diesen Ruf, die Krämer zu sein, das begegnete ihnen offenbar immer wieder. Innerlich ärgerte sie es natürlich, beziehungsweise traf es sie. Anfang der 60er Jahre kommt es zu einer neuen Herausforderung. In den USA haben sich Discounter etabliert. Es sind Selbstbedienungsgeschäfte. Die neue Mode schwappt auch nach Europa. Das Prinzip billig um jeden Preis wird jetzt zum Trend. Um konkurrenzfähig zu bleiben, übernehmen die Brüder das Discounter-Prinzip und gehen schließlich noch einen Schritt weiter. 8 Verkäuferinnen pro Filiale werden entlassen, 2 kommen an die Kasse. Möglichst karge Ausstattung bei Neonlicht. Die Waren werden auf Paletten abgestellt und nicht ausgezeichnet. 1962 wird aus Albrecht Albrecht Discount, kurz Aldi. Es ist ein lustfeindliches Einkaufen. Es geht nicht um kundige Bedienung, sondern um möglichst schnelle Abfertigung. Ja, man redete drüber und jeder, der so ein bisschen auf sich hielt, sagte, da gehen wir nicht rein. Das ist was für Arme, das ist nichts für den Mittelstand. Die berühmte blaue Aldi-Tüte wird zum Makel. Wer sich's leisten kann, vermeidet den Einkauf bei Aldi. Es ist eine Zeit des Umbruchs, in der es, der Legende nach, zu einem folgenschweren Streit kommt. Theo, ich habe es dir 1000 Mal gesagt. Nein. Karl, überleg es dir noch mal. Es macht einfach keinen Sinn, wenn wir es nicht tun. Theo, vergiss es. Vergiss es. Ich will keine Zigaretten im Laden. In einem Selbstbedienungsladen. Was glaubst du, wie dann der Ladendiebstahl ansteigt? Aber Karl, wir brauchen Zigaretten. Denk doch mal an Kurt Jürgens. Oder John Wayne. Die rauchen alle. Was ich meine, Zigaretten sind das Männlichkeitssymbol. Sowas zieht die Kunden an.
Ja, auch die männlichen. Zum letzten Mal. Und das ist mein allerletztes Wort. Ich will diese Seuche nicht in meinen Läden. Schlaf noch mal eine Nacht drüber. Anfang der 60er Jahre kommt es zur Trennung. Theo bekommt den Norden, Karl den Süden. Und dies hat nicht dazu geführt, dass sich die Pfade dauerhaft getrennt haben, sondern die beiden haben bis zum Lebensende einen sehr engen Kontakt gehalten. Vielleicht ist es auch eines der Erfolgsgeheimnisse von Aldi insgesamt gewesen, dass es, obwohl die beiden sich nicht offen bekämpft haben, dass es trotzdem so eine Brüderkonkurrenz war. Keiner wollte eigentlich, dass der andere erfolgreicher war, maßgeblich erfolgreicher war. Bei Aldi kaufen vor allem die Menschen mit geringerem Einkommen und die, die zuwandern. Seit Anfang der 60er Jahre kommen Gastarbeiter ins Land. Aus Spanien, Italien und der Türkei. In der Gebärdensprache wird Aldi so gebärdet und beschreibt das Kopftuch. Ne? Also das Kopftuch, was eben auf dem Kopf liegt und unten gebunden wird, das beschreibt das. Ich vermute, dass es auch zu der Zeit entstanden ist, als gehörlose Menschen bei Aldi beobachtet haben, dass viele Frauen mit Migrationshintergrund mit Kopftuch bei Aldi einkaufen gegangen sind. Ihr Sparzwang macht die Albrecht-Brüder reich. Bereits Anfang der 70er Jahre zählen sie zu den reichsten Deutschen. Beide Brüder sind verheiratet, haben jeweils zwei Kinder. Ihren Reichtum leben die Familien aber nicht aus. Die beiden Brüder verkörpern das Aldi-Prinzip auch privat. Da war nichts mit maßgeschneiderten Anzügen oder besonders modisch gekleidet, sondern die Anzüge kamen wohl von der Stange. Ich habe mehrmals von Leuten, die viel Kontakt mit ihm, mit beiden hatten, gehört, dass sie beim ersten Kennenlernen immer erstaunt waren, wie unscheinbar die aufgetreten sind. Also dass die plötzlich im Raum standen, man hat sie gar nicht bemerkt, weil sie eben so 0815 waren. Nur sonntags kann man ihnen begegnen auf dem Weg zur Kirche. Die Albrechts sind streng katholisch. Sie hatten eine sehr, sehr große Scheu, ihren Reichtum nach außen zu tragen. Für sie ist sehr, sehr tief verankert gewesen, dass Habsucht oder dass Stolz oder Ähnliches, was ja im Katholizismus oder im katholischen Katechismus als schwere Sünde dasteht, das in diesem Sünden in irgendeiner Form zu unterliegen. Deswegen waren sie immer sehr zurückgezogen und haben immer versucht, nichts von dem nach außen durchleuchten zu lassen. Doch längst kursieren Gerüchte über ihr Vermögen. Auch in kriminellen Kreisen. Herten bei Essen. Die Zentrale von Aldi Nord. Es ist der 29. November 1971. Theo Albrecht ist wie gewöhnlich der Letzte im Büro. Die Ganoven Paul Krohn und Joachim Ollenburg lauern ihm auf. Da kommt einer. Das muss er sein. Bist du sicher? Ich meine, wir wissen doch gar nicht, wie der genau aussieht. Ist ja keiner mehr da. Das muss er sein. Hey, guck dir mal die Klamotten an. Das ist ein Buchhalter. Sowas trägt doch kein Millionär. Komm. Nehmen Sie uns ein Stück mit. Was wollen Sie von mir? Sie sind doch der Herr Albrecht. Ja. Ja, das ist er, das ist er. Zeig noch Ihren Personalausweis. Was ist er? Ich habe kein Geld. Los, rein in den Wagen. Ab in den Kofferraum. Was? Nein. Da ersticke ich. Ja, dann steigen Sie ein. Wenn ihr hier auf dem Beifahrer sitzt, dann los durch. Oh.
In dieser Nacht wird Theo Albrecht nach Düsseldorf verschleppt und in einer Wohnung gefangen gehalten. Die Entführer wenden sich an die Familie. Die will das Verbrechen zunächst geheim halten. Ich habe eine ziemlich gute Erinnerung an diese Situation, denn ich war erst wenige Wochen bei Aldi tätig. Und eines Tages hieß es, Theo Albrecht ist krank. Und naja, ich kannte mich nicht aus, aber alle anderen sagten, das ist aber erstaunlich, denn der war noch nie krank. Doch bald sickern erste Informationen über das Verbrechen durch. Journalisten belagern das Privathaus der Familie. Die Meldung verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Hier in seinem Hauptbetrieb in Herten ist der Großkaufmann Theo Albrecht, dem man in der Lebensmittelbranche einen Jahresumsatz von über 2 Milliarden Mark nachsagt, das letzte Mal gesehen worden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor 11 Tagen, am 29. November, haben bisher unbekannte Täter in der Nähe von Essen den Großkaufmann Theo Albrecht entführt. Sie verlangen ein Lösegeld von 7 Millionen Mark und einen Vorsprung von 24 Stunden. Staatsanwalt Guntram Lauer führt damals die Ermittlungen. Eine solche Entführung hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Das war etwas so völlig Neues, sodass wir zunächst vermuteten, dass es sich um eine Tat einer politischen Gruppe handelte und die Lösegeld erpressen wollten natürlich. Und wir waren aber völlig im Dunkeln. Der Bruder Karl Albrecht will mit den Entführern verhandeln. Hallo? Wer ist denn da? Ja, aber da ist doch ein Name vereinbart worden. Ach, Herr Dr. Meyer, ich bin froh, dass Sie mich anrufen. Den Brief habe ich erhalten. Nein, das geht nicht. Ich muss Folgendes noch sagen, wenn Sie zuhören wollen. Ja. Also, ja, Ihr gedachter Weg ist nicht durchführbar. Wir können uns nicht frei bewegen, auch nicht mit Tricks. Das größte Problem ist, wie soll das Lösegeld übergeben werden? Und wir haben mit der Familie, also mit der Ehefrau und den beiden Söhnen gesprochen. Es war einmal, soweit ich mich erinnere, der Plan, dass das Lösegeld von einem der Söhne übergeben werden sollte. Und das haben wir also strikt dem widersprochen. Und dann kam der Vorschlag, soweit ich mich erinnere, von Herrn Albrecht selber, dass möglicherweise ein Geistlicher, zu dem er Kontakt hatte, die Geldübergabe vornehmen sollte. Herr Albrecht. Der Essener Weihbischof Hengsbach hat den Entführern 7 Millionen D-Mark Lösegeld übergeben und Theo Albrecht wohlbehalten in Empfang genommen. Nach 17 Tagen ist Theo Albrecht wieder frei. Er wird so lange von Journalisten bedrängt, bis er ein kurzes Interview gibt. Haben Sie mit den Entführern Gespräche führen können über menschliche Dinge oder nur über die Tat? Ich habe praktisch kaum mit den Entführern gesprochen. Was werden Sie nun weitermachen? Also ich habe das Bedürfnis nach sehr, sehr viel Ruhe. Was mir am ersten aufgefallen ist, mit welcher bewundernswerten Ruhe er die Entführung überstanden hat und danach auch unverändert zurückkam. Also das hätte man gar nicht geglaubt, nicht? Andere Leute, die sind ja gebrochen, die haben äußere Anzeichen, die zittern mit den Händen. Der Theo ist zurückgekommen, als wenn nichts gewesen wäre. Das war bewundernswert. Die Entführer werden kurze Zeit später festgenommen. 1973 kommt es zum Prozess. Paul Krohn und Joachim Ollenburg werden zu jeweils 8,5 Jahren Haft verurteilt. Die Hälfte des Lösegelds bleibt verschollen. Theo will die verlorenen 3,5 Millionen D-Mark wenigstens steuerlich geltend machen. Damit scheitert er vor Gericht.
7 Millionen sind nicht als Betriebsausgabe gewertet worden. Das war noch dieser Wermutstropfen. Mit der Begründung des Finanzamtes, dass das keine betriebsbedingten Ausgaben sind. Ja, das war natürlich ein schon sehr dreister Versuch bei allem Mitleid, den man haben muss, glaube ich, ihm gegenüber. Karl und Theo Albrecht sind von der Entführung traumatisiert. Die Brüder ziehen sich nun völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre Verschwiegenheit übertragen sie auf ihr Unternehmen. Aldi Nord und Süd haben keine Pressestellen. Kaum etwas dringt über den Konzern nach außen. Vor allem keine Informationen über die Brüder. Und so verläuft auch ein bemerkenswerter Vorgang in völliger Verschwiegenheit. 1974 steht in Düsseldorf Deutschlands größte Privatbank Trinkaus und Burkhardt vor dem Kollaps. Karl und Theo Albrecht sollen der Bank knapp 600 Millionen D-Mark ausgeliehen und damit womöglich eine Bankenkrise verhindert haben. Die Brüder sind so reich, dass sie sogar eine Bank retten können. Und ihr Vermögen wächst weiter. Ab Mitte der 70er Jahre erobern sie die ganze Bundesrepublik, flächendeckend. Jetzt zielt das Unternehmen auch auf die Besserverdienenden, die bisher nur auf Aldi herabgeschaut haben. Denn Aldi bietet neuerdings auch Luxusartikel an. Anfang der 90er Jahre gibt es Lachs, Edelrotwein aus Italien, Champagner. Zu unschlagbaren Preisen. Aber auch Non-Food-Artikel wie Kleidung und Computer. Deutschland auf Schnäppchenjagd. Und in einer Filiale am Bodensee eskalierte das mal. Es wurde so gerauft um die Kisten, dass ein Mann eine Schreckschusspistole zog und dann einen anderen Kunden bedroht und ihm den PC sozusagen entriss. Und da wurde sofort die Polizei alarmiert und dann kam die Polizei mit schweren Maschinenpistolen, um diesen Tumult aufzulösen. Also das hat natürlich dann auch, weil es durch alle Medien ging, zum Kultstatus von Aldi stark beigetragen. Die beiden Brüder sprechen sich meist ab. Dennoch gibt es Unterschiede. Karl ist moderner. So führt Aldi Süd zuerst die Scannerkassen ein. Theo spart mehr an der Ladenausstattung. Aldi Nord gilt als konservativer. Beide Konzerne sind extrem erfolgreich. Fast 90% aller Deutschen gehen mittlerweile zu Aldi einkaufen. In keinem anderen europäischen Land sind die Lebensmittelpreise so niedrig im Vergleich zum Einkommensniveau. Die Aldi-Brüder haben sozusagen die Discount-Bewegung gegründet. Im Lebensmittelhandel, aber auch im Non-Food-Handel, also später die PCs und Gartenstühle und alles, was kam. Und andere sind aufgesprungen. Und das hat natürlich die Entwicklung zur Massenproduktion, zur Billigproduktion extrem gefördert. Zur Massentierhaltung extrem gefördert. Wenn heute bei Aldi Fleisch so viel kostet wie Hundefutter, dann kommt das nicht von ungefähr. Die Discounter sind verantwortlich für ein System, das den Preis zum alleinigen Maßstab erhebt. Alles muss so kostengünstig wie nur möglich produziert werden. Auch Lebewesen. Und wenn es dann sogar noch die Laufschuhe bei Aldi gibt für 13,99 Euro, dann sitzt irgendjemand in Asien, Kambodscha oder wo auch immer die heutzutage produziert werden, der sich einfach mit einem Monatslohn von 2-3 Euro zufrieden geben muss. Und wir freuen uns drüber, aber einer zahlt's. Das Interessante an dem Erfolg von Aldi ist ja letztlich, dass wir das System alle mittragen, mitmachen. Also wir sind alle aldisiert oder wir sind alle Aldi. Also das heißt, wir können nicht nur mit dem moralischen Zeigefinger auf so ein Unternehmen wie Aldi zeigen und sagen, seht her, die produzieren zu billig und verkaufen zu billig, sondern es muss ja auch immer einen Verbraucher geben, der das auch kauft und der nicht nachfragt und der die Augen zumacht. Diese profitable Wechselbeziehung hat aus dem Unternehmen einen Global Player gemacht. Im Unternehmer selbst schlägt auch noch das Herz des Essener Krämerladenbesitzers. Jeden Tag geht Theo Albrecht ins Büro und kontrolliert die Kosten. Manchmal meldet er sich persönlich bei Filialleitern.
Ja, Albrecht hier. Ich sehe gerade, Sie haben 4 Kugelschreiber bestellt. Wozu brauchen Sie denn 4 Kugelschreiber? Wollen Sie mit allen 4 Kugelschreibern gleichzeitig schreiben? Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Wir hatten eine mehrseitige Schreibtischanweisung. Da war ein Schreibtisch gezeichnet und da wurde genau angewiesen, was auf dem Schreibtisch oben drauf zu liegen hatte. Rechts und links und was in welcher Reihenfolge. Theo will nicht nur Kosten sparen, sondern auch die Arbeitsweise bestimmen. In einer Dienstanweisung wird jedem Filialleiter vorgeschrieben, wie die Ordnung in und auf dem Schreibtisch auszusehen hat. Bei Zuwiderhandlungen drohen Sanktionen. Erstmal wurde die Filialleiterin zur Rede gestellt. Dann wurde der Bezirksleiter zur Rede gestellt, warum er die Filialleiterin nicht kontrolliert habe. Dann wurde vielleicht der Verkaufsleiter, der über dem Bezirksleiter stand, wurde also noch wieder zur Brust genommen, warum er das alles nicht auch im Griff hatte. Ja, und ich als Geschäftsführer natürlich. Warum in meinem Laden, auf Deutsch gesagt, solche Unordnung herrschte. Also wenn Sie das sehen würden, dieses Gebilde, das ist Kabarett hoch 3 ist das. Das ist auch Entmündigung ist das auch. Und das ist praktisch eine Totalkontrolle. Wir hatten ein lupenreines Nachforschungs-, Ausforschungs-, Maulwurf- und Kontrollsystem. Das grenzte an Unmenschlichkeit teilweise. Ich bin davon überzeugt, je größer das Unternehmen wurde, desto mehr hatte er es nicht mehr im Griff. Er war für meine Begriffe, und das soll auch wieder nicht negativ klingen, er war der kleine Tante Emma Kaufmann geblieben. Und das führte dazu, dass mit der Größe des Milliardenunternehmens hinterher er den großen Ball seines Unternehmens nicht mehr fassen konnte. Und da hat er Sorge gehabt, dass ihm das unter den Fingern weggeht, weil er nicht mehr den Zugriff hatte. Den Eindruck hatte man. Wir waren ja die Gehetzten unseres eigenen Systems. Das nur ein Credo kennt. Es geht um die nackte Zahl. Und die muss stimmen. Das bekommen auch die Zulieferer zu spüren. Mit Aldi zu verhandeln, hat mir mal ein Zulieferer gesagt, bedeutet friss oder stirb. Man akzeptiert die Bedingungen bei Aldi oder man ist einfach raus. Mit ihrer Preispolitik haben Karl und sein Bruder Theo unsere Welt verändert. Auch im Privatleben gilt der Sparzwang. Wir haben mit dem Herrn Falke gesprochen, dem Gründer dieses Strumpfunternehmens. Und der erzählte, er habe damals Theo Albrecht getroffen. Und sie kamen in ein Gespräch über Tee. Und Theo hat ihm vorgeschwärmt, ach, wir haben jetzt einen ganz tollen neuen Darjeeling First Flush bei uns im Laden und ob er den schon kennen würde. Und Falke sagte, nein, kennt er noch nicht. Und dann fand sich Tage später in seiner Post eine Probe, allerdings nur ein einzelner Teebeutel. Und das ist natürlich irgendwie, man denkt sich so, würde das so viel kosten, dem einfach eine ganze Packung zu schicken? Für seine Sicherheit ist er bereit, einen hohen Preis zu zahlen. 1,5 Millionen D-Mark investiert er in seinen Mercedes. Das Auto ist stark gepanzert und hält auch Raketengeschossen stand. Eine Sauerstoffversorgung schützt ihn sogar im Falle eines Giftgasanschlages. Doch vor einer Sache hat er besondere Angst. Vor einer erneuten Entführung und dass er dann tatsächlich in den Kofferraum muss. Dafür hat sein Auto im Heck ein verstecktes Telefon. Am 24. Juli 2010 stirbt er im Alter von 88 Jahren. Wir vom Spiegel wussten eben 3-4 Tage vor der Beerdigung von Theo Albrecht, dass er gestorben war.
Und haben dann mit Aldi Nord das Agreement getroffen. Ich glaube, die Beerdigung war Mittwochmorgens um 8, was auch schon wieder typisch ist. Und haben dann mit denen das Agreement getroffen, okay, wenn die Beerdigung rum ist, dann dürfen wir oder gehen wir als Spiegel sozusagen mit dieser Meldung nach draußen. Der Spiegel verkündet als erster den Tod von Theo Albrecht. Andere Zeitungen ziehen nach. Und es war natürlich schlug ein wie der Blitz sozusagen. Und am Mittwochnachmittag haben wir dann mit einem relativ aufgelösten Vorstand von Aldi Nord telefoniert, der völlig fassungslos war und sagte, wissen Sie, was hier los ist? Uns rennen die Journalisten die Bude ein, nur weil Sie das berichtet haben. Und da habe ich innerlich fast lachen müssen, weil ich dachte so, ihr seid der größte Discounter Deutschlands, euer Firmengründer ist gestorben und ihr wundert euch ernsthaft, dass das die Leute interessiert. Jahrzehntelang hatten sich die Brüder hinter dem Unternehmen versteckt. Dann geschieht im Sommer 2014 etwas völlig Unerwartetes. Karl Albrecht meldet sich bei einem Journalisten. Er will das lange Schweigen brechen. Ihm war bewusst, was für eine Geschichte er mit sich herumtrug. Ihm war bewusst, dass er mit seinem Schaffen, seinem Wirken und mit dem Aufbau dieses gewaltigen Imperiums Nachkriegsgeschichte geschrieben hat. Und diese Geschichte, die wollte er erzählen. Die Geschichte zweier Essener Jungs aus bescheidenen Verhältnissen, die mit einer einfachen Idee die Welt erobert haben. Vor mir saß der Antityp eines Machtmenschen. Ein feinsinniger, feingliedriger, freundlicher Mensch mit sehr wachen Augen, der mich auf eine sehr offene Art und Weise begrüßt hat, ohne in seinem ganzen Wesen auszudrücken, was er eigentlich verkörpert und geschaffen hat. Er und sein Bruder haben das Einkaufsverhalten von Millionen Deutschen geprägt und damit unser Land verändert. Die Aldi-Brüder haben ganz sicherlich den Markt richtig aufgemischt. Also die Aldi-Brüder haben tatsächlich viel für die Kunden getan. Auf der anderen Seite haben uns natürlich auch viel genommen. Also sie haben uns sehr, sehr viel Ruhe genommen beim Einkaufen. Sie haben uns sehr, sehr viel Kommunikation genommen, die früher stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal versucht haben, sich mit einer Aldi-Kassierin zu unterhalten. Das ist eher schwierig. Diese Preisspirale hat gesamtgesellschaftlich dazu geführt, dass wir die Wertigkeit bestimmter Produkte nicht mehr sehen, sondern dass wir die Wertigkeit rein über den Preis beurteilen und Qualität oft mit Preis gleichgesetzt wird. Obwohl das eben oft nicht zusammengeht. Viele Fragen an ihn bleiben unbeantwortet. Nur wenige Wochen nach seinem ersten Interview stirbt Karl Albrecht. Auch er ließ sich in aller Stille beisetzen. Die Zukunft des Unternehmens liegt in den Händen der Nachfolger. Und vor allem der Kunden. Es gab ja immer wieder so Unkenrufe, die große Zeit des Discounts ist vorbei, das glaube ich nicht. Das Grundprinzip, preiswerte Lebensmittel an interessierte Kunden weiterzugeben, das haben die Deutschen so verinnerlicht, das wird sich nicht ändern. Also ich glaube, wir werden alle mit Aldi alt werden. Durch Logistik unter schwierigsten Bedingungen gelernt hat und auch sehr viel davon gezerrt hat. Beide Unternehmen, Aldi Nord und Aldi Süd, sind ja nach wie vor militärisch geführt, kann man sagen. Also das ist erhalten geblieben. Nach dem Krieg, die deutsche Wirtschaft kommt langsam wieder in Schwung. Die Brüder übernehmen 1946 den Laden der Mutter. Sie wollen expandieren. Doch es fehlt an Kapital. Dann die zündende Idee. Weniger bringt mehr. Meinst du, das funktioniert, wenn wir nur so wenig anbieten? Theo, nicht das Sortiment ist entscheidend, sondern der Preis. Aber der Laden von Frau Kasubke hat viel mehr im Angebot. Viel mehr im Angebot. Geh mal auf die Straße, die Leute brauchen Grundnahrungsmittel und die verkaufst du über den Preis, der ist entscheidend. Aber Butter unter 2,56 können wir unmöglich anbieten. 2,49, glaub mir, die Leute sehen nur die 4, die rennen uns den Laden ein. 2,49. Dein Wort in Gottes Ohr. Die Rechnung geht auf.
Der Preis ist das schlagende Argument. In einer Zeit, in der alle Welt vom Wirtschaftswunder spricht und immer mehr Deutsche am aufkommenden Wohlstand teilhaben wollen. Wer bei Albrecht kauft, soll mehr vom Geld haben. Bei ihnen gibt es nur die nötigsten Lebensmittel. Und da die Brüder nur das günstigste einkaufen, können sie auch günstiger verkaufen. Größere Stückzahlen bei kleinerem Sortiment. Das senkt die Preise. Und die Kunden kommen. Und damit sind sie auch sehr, sehr schnell gewachsen und hatten sehr schnell, also nicht mehr nur ein oder zwei, sondern 20, 25, 30 Filialen. Anfang der 50er Jahre wird der Name Albrecht zur Marke. In vielen Städten des Ruhrgebietes kann man jetzt günstig einkaufen. Verkäuferinnen bedienen die Kundschaft in sogenannten Stubenläden. Eine Frau für den Käse, eine Frau für die Wurst, eine Frau für die Butter, eine Frau für den Durst. Noch begegnet man den Chefs persönlich, Karl und Theo. Der sah ja immer fantastisch aus. Ne? Ja. War ja kein schäbiger Mann. Ne? Hildegard Steinweg beobachtet ihren Chef Theo. Wenn der Herr Albrecht selbst kam, der ging durch den Laden, guckte sich alles genau an, war sehr freundlich, aber in einer Art dann doch immer wieder ein bisschen unnahbar, wollen wir mal sagen. Bruder. Zu entfernen von ihren eigentlichen Wurzeln. Sie verlassen Schonnebeck und ziehen nach Bredeney in das Reichenviertel von Essen. Doch sie leben zurückgezogen und haben wenig Kontakt zu den Nachbarn. Dort machten sie wieder eine Erfahrung, die sie sehr, sehr lange prägte. Nämlich von Nachbarn, von der Umgebung gering geschätzt zu werden. Diesen Ruf, die Krämer zu sein, das begegnete ihnen offenbar immer wieder. Innerlich ärgerte sie es natürlich, beziehungsweise traf es sie. Anfang der 60er Jahre kommt es zu einer neuen Herausforderung. In den USA haben sich Discounter etabliert. Es sind Selbstbedienungsgeschäfte. Die neue Mode schwappt auch nach Europa. Das Prinzip billig um jeden Preis wird jetzt zum Trend. Um konkurrenzfähig zu bleiben, übernehmen die Brüder das Discounter-Prinzip und gehen schließlich noch einen Schritt weiter. 8 Verkäuferinnen pro Filiale werden entlassen. 2 kommen an die Kasse. Möglichst karge Ausstattung bei Neonlicht. Die Waren werden auf Paletten abgestellt und nicht ausgezeichnet. 1962 wird aus Albrecht Albrecht Discount, kurz Aldi. Es ist ein lustfeindliches Einkaufen. Es geht nicht um kundige Bedienung, sondern um möglichst schnelle Abfertigung. Ja, man redete drüber und jeder, der so ein bisschen auf sich hielt, sagte, da gehen wir nicht rein. Das ist was für Arme, das ist nichts für den Mittelstand. Die berühmte blaue Aldi-Tüte wird zum Makel. Wer sich's leisten kann, vermeidet den Einkauf bei Aldi. Es ist eine Zeit des Umbruchs, in der es, der Legende nach, zu einem folgenschweren Streit kommt. Theo, ich habe es dir 1000-mal gesagt. Nein. Karl, überleg es dir nochmal. Es macht einfach keinen Sinn, wenn wir es nicht tun. Theo, vergiss es. Vergiss es. Ich will keine Zigaretten im Laden. In einem Selbstbedienungsladen. Was glaubst du, wie dann der Ladendiebstahl ansteigt? Aber Karl, wir brauchen Zigaretten. Denk doch mal an Kurt Jürgens. Oder John Wayne. Die rauchen alle. Was ich meine, Zigaretten sind das Männlichkeitssymbol. Sowas zieht die Kunden an. Ja, auch die Männlichen. Zum letzten Mal, und das ist mein allerletztes Wort. Ich will diese Seuche nicht in meinen Läden. Schlaf noch mal danach drüber. Anfang der 60er Jahre kommt es zur Trennung. Theo bekommt den Norden, Karl den Süden. Die Entführung überstanden hat und danach auch unverändert zurückkam. Also das hätte man gar nicht geglaubt, nicht?
Andere Leute, die sind ja gebrochen, die haben äußere Anzeichen, die zittern mit den Händen. Der Theo ist zurückgekommen, als wenn nichts gewesen wäre. Das war bewundernswert. Die Entführer werden kurze Zeit später festgenommen. 1973 kommt es zum Prozess. Paul Krohn und Joachim Ollenburg werden zu jeweils 8,5 Jahren Haft verurteilt. Die Hälfte des Lösegelds bleibt verschollen. Theo will die verlorenen 3,5 Millionen D-Mark wenigstens steuerlich geltend machen. Damit scheitert er vor Gericht. 7 Millionen sind nicht als Betriebsausgabe gewertet worden. Das war noch dieser Wermutstropfen. Mit der Begründung des Finanzamtes, dass das keine betriebsbedingten Ausgaben sind. Ja, das war natürlich ein schon sehr dreister Versuch bei allem Mitleid, den man haben muss, glaube ich, ihm gegenüber. Karl und Theo Albrecht sind von der Entführung traumatisiert. Die Brüder ziehen sich nun völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre Verschwiegenheit übertragen sie auf ihr Unternehmen. Aldi Nord und Süd haben keine Pressestellen. Kaum etwas dringt über den Konzern nach außen. Vor allem keine Informationen über die Brüder. Und so verläuft auch ein bemerkenswerter Vorgang in völliger Verschwiegenheit. 1974 steht in Düsseldorf Deutschlands größte Privatbank Trinkaus und Burkhardt vor dem Kollaps. Karl und Theo Albrecht sollen der Bank knapp 600 Millionen D-Mark ausgeliehen und damit womöglich eine Bankenkrise verhindert haben. Die Brüder sind so reich, dass sie sogar eine Bank retten können. Und ihr Vermögen wächst weiter. Ab Mitte der 70er Jahre erobern sie die ganze Bundesrepublik flächendeckend. Jetzt zielt das Unternehmen auch auf die Besserverdienenden, die bisher nur auf Aldi herabgeschaut haben. Denn Aldi bietet neuerdings auch Luxusartikel an. Anfang der 90er Jahre gibt es Lachs, Edelrotwein aus Italien, Champagner. Zu unschlagbaren Preisen. Aber auch Non-Food-Artikel wie Kleidung und Computer. Deutschland auf Schnäppchenjagd. Und in einer Filiale am Bodensee eskalierte das mal. Es wurde so gerauft um die Kisten, dass ein Mann einen Schreckschuss erbarmungslos. Sie wollen groß werden. Um jeden Preis. Und schon früh begreifen sie sich als Team. Doch es gibt Unterschiede zwischen den beiden. Theo, hier im Vordergrund, ist zurückhaltend, abwägend, schweigsam. Der ältere Karl im Hintergrund ist dynamisch, ungeduldig, impulsiv. Doch eines eint sie, der Hang zur Sparsamkeit. Beide machen ihre Ausbildung im Einzelhandel während des Dritten Reiches. Als der Krieg kommt, werden beide eingezogen. Karl muss an die Ostfront. Im November 1941 wird er vor Moskau schwer verwundet. Ihm droht eine Beinamputation. Den katastrophalen Rückzug überlebt er nur knapp. Sein 2 Jahre jüngerer Bruder Theo dient unter Rommel in Afrika in einer Versorgungseinheit. Es gab Verwandte von ihm, die erzählt haben, dass ihn das sehr geprägt hat, dass er dadurch Logistik unter schwierigsten Bedingungen gelernt hat und auch sehr viel davon gezehrt hat. Beide Unternehmen, Aldi Nord und Aldi Süd, sind ja nach wie vor militärisch geführt, kann man sagen. Also das ist erhalten geblieben. Nach dem Krieg, die deutsche Wirtschaft kommt langsam wieder in Schwung. Die Brüder übernehmen 1946 den Laden der Mutter. Sie wollen expandieren. Doch es fehlt an Kapital. Dann die zündende Idee. Weniger bringt mehr. Meinst du, das funktioniert, wenn wir nur so wenig anbieten? Theo, nicht das Sortiment ist entscheidend, sondern der Preis.
Aber der Laden von Frau Kasubke hat viel mehr im Angebot. Ach, viel mehr im Angebot. Geh mal auf die Straße, die Leute brauchen Grundnahrungsmittel und die verkaufst du über den Preis, der ist entscheidend. Aber Butter unter 2,56 können wir unmöglich anbieten. 2,49, glaub mir, die Leute sehen nur die 4, die rennen uns den Laden ein. 2,49. Dein Wort in Gottes Ohr. Die Rechnung geht auf. Der Preis ist das schlagende Argument. In einer Zeit, in der alle Welt vom Wirtschaftswunder spricht und immer mehr Deutsche am aufkommenden Wohlstand teilhaben wollen. Wer bei Albrecht kauft, soll mehr vom Geld haben. Bei ihnen gibt es nur die nötigsten Lebensmittel. Und da die Brüder nur das günstigste. Die Brüder übernehmen 1946 den Laden der Mutter. Sie wollen expandieren. Doch es fehlt an Kapital. Dann die zündende Idee. Weniger bringt mehr. Meinst du, das funktioniert, wenn wir nur so wenig anbieten? Theo, nicht das Sortiment ist entscheidend, sondern der Preis. Aber der Laden von Frau Kasubke hat viel mehr im Angebot. Ach, viel mehr im Angebot. Geh mal auf die Straße, die Leute brauchen Grundnahrungsmittel und die verkaufst du über den Preis, der ist entscheidend. Aber Butter unter 2,56 können wir unmöglich anbieten. 2,49, glaub mir, die Leute sehen nur die 4, die rennen uns den Laden ein. 2,49. Dein Wort in Gottes Ohr. Die Rechnung geht auf. Der Preis ist das schlagende Argument. In einer Zeit, in der alle Welt vom Wirtschaftswunder spricht und immer mehr Deutsche am aufkommenden Wohlstand teilhaben wollen. Wer bei Albrecht kauft, soll mehr vom Geld haben. Bei ihnen gibt es nur die nötigsten Lebensmittel. Und da die Brüder nur das günstigste einkaufen, können sie auch günstiger verkaufen. Größere Stückzahlen bei kleinerem Sortiment. Das senkt die Preise. Und die Kunden kommen. Und damit sind sie auch sehr, sehr schnell gewachsen und hatten sehr schnell, also nicht mehr nur ein oder zwei, sondern 20, 25, 30 Filialen. Anfang der 50er Jahre wird der Name Albrecht zur Marke. In vielen Städten des Ruhrgebietes kann man jetzt günstig einkaufen. Verkäuferinnen bedienen die Kundschaft in sogenannten Stubenläden. Eine Frau für den Käse, eine Frau für die Wurst, eine Frau für die Butter, eine Frau für den Durst. Noch begegnet man den Chefs persönlich, Karl und Theo. Der sah ja immer fantastisch aus. Ne? Ja. War ja kein schäbiger Mann. Ne? Hildegard Steinweg beobachtet ihren Chef Theo. Wenn der Herr Albrecht selbst kam, der ging durch den Laden, guckte sich alles genau an, war sehr freundlich, aber in einer Art dann doch immer wieder ein bisschen unnahbar, wollen wir mal sagen. Bruder Karl ist offener und wortgewandter. Deshalb führt er die knallharten Preisverhandlungen beim Wareneinkauf. Und der Boom hält an. Mitte der 50er Jahre haben die Brüder schon über 100 Filialen in ganz Nordrhein-Westfalen. Das unter den Fingern weggeht, weil er nicht mehr den Zugriff hatte. Den Eindruck hatte man. Wir waren ja die Gehetzten unseres eigenen Systems. Das nur ein Credo kennt. Es geht um die nackte Zahl. Und die muss stimmen. Das bekommen auch die Zulieferer zu spüren. Mit Aldi zu verhandeln, hat mir mal ein Zulieferer gesagt, bedeutet friss oder stirb. Man akzeptiert die Bedingungen bei Aldi oder man ist einfach raus. Mit ihrer Preispolitik haben Karl und sein Bruder Theo unsere Welt verändert. Auch im Privatleben gilt der Sparzwang. Wir haben mit dem Herrn Falke gesprochen, dem Gründer dieses Strumpfunternehmens. Und er erzählte, er habe damals Theo Albrecht getroffen. Und sie kamen in ein Gespräch über Tee.
Und Theo hat ihm vorgeschwärmt, ach, wir haben jetzt einen ganz tollen neuen Darjeeling First Flush bei uns im Laden und ob er den schon kennen würde. Und Falke sagte, nein, kennt er noch nicht. Und dann fand sich Tage später in seiner Post eine Probe, allerdings nur ein einzelner Teebeutel. Und das ist natürlich irgendwie, man denkt sich so, würde das so viel kosten, dem einfach eine ganze Packung zu schicken? Für seine Sicherheit ist er bereit, einen hohen Preis zu zahlen. 1,5 Millionen D-Mark investiert er in seinen Mercedes. Das Auto ist stark gepanzert und hält auch Raketengeschossen stand. Eine Sauerstoffversorgung schützt ihn sogar im Falle eines Giftgasanschlages. Doch vor einer Sache hat er besondere Angst. Vor einer erneuten Entführung und dass er dann tatsächlich in den Kofferraum muss. Dafür hat sein Auto im Heck ein verstecktes Telefon. Am 24. Juli 2010 stirbt er im Alter von 88 Jahren. Wir vom Spiegel wussten eben 3-4 Tage vor der Beerdigung von Theo Albrecht, dass er gestorben war. Und haben dann mit Aldi Nord das Agreement getroffen. Ich glaube, die Beerdigung war Mittwochmorgens um 8, was auch schon wieder typisch ist. Und haben dann mit denen das Agreement getroffen, okay, wenn die Beerdigung rum ist, dann dürfen wir oder gehen wir als Spiegel sozusagen mit dieser Meldung nach draußen. Der Spiegel verkündet als erster den Tod von Theo Albrecht. Andere zeichnet sich den Laden der Mutter. Sie wollen expandieren. Doch es fehlt an Kapital. Dann die zündende Idee. Weniger bringt mehr. Meinst du, das funktioniert, wenn wir nur so wenig anbieten? Theo, nicht das Sortiment ist entscheidend, sondern der Preis. Aber der Laden von Frau Kasubke hat viel mehr im Angebot. Ach, viel mehr im Angebot. Geh mal auf die Straße. Die Leute brauchen Grundnahrungsmittel und die verkaufst du über den Preis. Der ist entscheidend. Aber Butter, unter 2,56 können wir unmöglich anbieten. 2,49, glaub mir, die Leute sehen nur die 4, die rennen uns den Laden ein. 2,49. Dein Wort in Gottes Ohr. Die Rechnung geht auf. Der Preis ist das schlagende Argument. In einer Zeit, in der alle Welt vom Wirtschaftswunder spricht und immer mehr Deutsche am aufkommenden Wohlstand teilhaben wollen. Wer bei Albrecht kauft, soll mehr vom Geld haben. Bei ihnen gibt es nur die nötigsten Lebensmittel. Und da die Brüder nur das günstigste einkaufen, können sie auch günstiger verkaufen. Größere Stückzahlen bei kleinerem Sortiment. Das senkt die Preise. Und die Kunden kommen. Und damit sind sie auch sehr, sehr schnell gewachsen und hatten sehr schnell, also nicht mehr nur ein oder zwei, sondern 20, 25, 30 Filialen. Anfang der 50er Jahre wird der Name Albrecht zur Marke. In vielen Städten des Ruhrgebietes kann man jetzt günstig einkaufen. Verkäuferinnen bedienen die Kundschaft in sogenannten Stubenläden. Eine Frau für den Käse, eine Frau für die Wurst, eine Frau für die Butter, eine Frau für den Durst. Noch begegnet man den Chefs persönlich, Karl und Theo. Der sah ja immer fantastisch aus. Ne? Ja. War ja kein schäbiger Mann. Ne? Hildegard Steinweg beobachtet ihren Chef Theo. Wenn der Herr Albrecht selbst kam, der ging durch den Laden, guckte sich alles genau an, war sehr freundlich, aber in einer Art dann doch immer wieder ein bisschen unnahbar, wollen wir mal sagen. Bruder Karl ist offener und wortgewandter. Deshalb führt er die knallharten Preisverhandlungen beim Wareneinkauf. Und der Boom hält an. Mitte der 50er Jahre haben die Brüder schon über 100 Filialen in ganz Nordrhein-Westfalen.
eine der ersten Verkäuferinnen der Aldi-Brücken oder besonders modisch gekleidet, sondern die Anzüge kamen wohl von der Stange. Ich habe mehrmals von Leuten, die viel Kontakt mit ihm, mit beiden hatten, gehört, dass sie beim ersten Kennenlernen immer erstaunt waren, wie unscheinbar die aufgetreten sind. Also, dass die plötzlich im Raum standen, man hat sie gar nicht bemerkt, weil sie eben so 0815 waren. Nur sonntags kann man ihnen begegnen auf dem Weg zur Kirche. Die Albrechts sind streng katholisch. Sie hatten eine sehr, sehr große Scheu, ihren Reichtum nach außen zu tragen. Für sie ist sehr, sehr tief verankert gewesen, dass Habsucht oder dass Stolz oder Ähnliches, was ja im Katholizismus oder im katholischen Katechismus als schwere Sünde dasteht, das in Sünden in irgendeiner Form zu unterliegen. Deswegen waren sie immer sehr zurückgezogen und haben immer versucht, nichts von dem nach außen durchleuchten zu lassen. Doch längst kursieren Gerüchte über ihr Vermögen. Auch in kriminellen Kreisen. Herten bei Essen. Die Zentrale von Aldi Nord. Es ist der 29. November 1971. Theo Albrecht ist wie gewöhnlich der Letzte im Büro. Die Ganoven Paul Krohn und Joachim Ollenburg lauern ihm auf. Da kommt einer. Das muss er sein. Bist du sicher? Ich meine, wir wissen doch gar nicht, wie der genau aussieht. Ist ja keiner mehr da. Das muss er sein. Hey, guck dir mal die Klamotten an. Das ist ein Buchhalter. Sowas trägt doch kein Millionär. Komm. Nehmen Sie uns ein Stück mit. Was wollen Sie von mir? Sie sind doch der Herr Albrecht. Ja. Ja, das ist er, das ist er. Zeigen Sie mal Ihren Personalausweis. Was ist er? Ich habe kein Geld. Los, rein in den Wagen. Ab in den Kofferraum. Was? Nein. Da ersticke ich. Dann steigen Sie ein. Wenn ihr hier auf dem Beifahrersitz, dann los durch. In dieser Nacht wird Theo Albrecht nach Düsseldorf verschleppt und in einer Wohnung gefangen gehalten. Die Entführer wenden sich an die Familie. Die will das Verbrechen zunächst geheim. Die neue Mode schwappt auch nach Europa. Das Prinzip billig um jeden Preis wird jetzt zum Trend. Um konkurrenzfähig zu bleiben, übernehmen die Brüder das Discounter-Prinzip. Und gehen schließlich noch einen Schritt weiter. 8 Verkäuferinnen pro Filiale werden entlassen. 2 kommen an die Kasse. Möglichst karge Ausstattung bei Neonlicht. Die Waren werden auf Paletten abgestellt und nicht ausgezeichnet. 1962 wird aus Albrecht Albrecht Discount, kurz Aldi. Es ist ein lustfeindliches Einkaufen. Es geht nicht um kundige Bedienung, sondern um möglichst schnelle Abfertigung. Ja, man redete drüber und jeder, der so ein bisschen auf sich hielt, sagte, da gehen wir nicht rein. Das ist was für Arme, das ist nichts für den Mittelstand. Die berühmte blaue Aldi-Tüte wird zum Makel. Wer sich's leisten kann, vermeidet den Einkauf bei Aldi. Es ist eine Zeit des Umbruchs, in der es, der Legende nach, zu einem folgenschweren Streit kommt. Theo, ich habe es dir 1000-mal gesagt. Nein. Karl, überleg es dir nochmal. Es macht einfach keinen Sinn, wenn wir es nicht tun. Theo, vergiss es. Vergiss es. Ich will keine Zigaretten im Laden. In einem Selbstbedienungsladen. Was glaubst du, wie dann der Ladendiebstahl ansteigt? Aber Karl, wir brauchen Zigaretten. Denk doch mal an Kurt Jürgens. Oder John Wayne. Die rauchen alle. Was ich meine, Zigaretten sind das Männlichkeitssymbol. Sowas zieht die Kunden an. Ja, auch die Männlichen. Zum letzten Mal, und das ist mein allerletztes Wort. Ich will diese Seuche nicht in meinen Läden. Schlaf noch mal eine Nacht drüber.
Anfang der 60er Jahre kommt es zur Trennung. Theo bekommt den Norden, Karl den Süden. Und dies hat nicht dazu geführt, dass sich die Pfade dauerhaft getrennt haben, sondern die beiden haben bis zum Lebensende einen sehr engen Kontakt gehalten. Vielleicht ist es auch eines der Erfolgsgeheimnisse von Aldi insgesamt gewesen, dass es, obwohl die beiden sich nicht offen bekämpft haben, dass es trotzdem so eine Brüderkonkurrenz war. Keiner wollte eigentlich, dass der andere erfolgreicher war, maßgeblich erfolgreicher war. Bei Aldi kaufen vor allem die Menschen mit geringerem Einkommen und die, die zuwandern. Seit Anfang der 60er Jahre kommen Gastarbeiter ins Land aus Spanien, Italien und der Türkei. In der Gebärdensprache wird Aldi so gebärdet. Sozusagen die Discount-Bewegung gegründet. Im Lebensmittelhandel, aber auch im Non-Food-Handel. Also später die PCs und Gartenstühle und alles, was kam. Und andere sind aufgesprungen. Und das hat natürlich die Entwicklung zur Massenproduktion, zur Billigproduktion extrem gefördert. Zur Massentierhaltung extrem gefördert. Wenn heute bei Aldi Fleisch so viel kostet wie Hundefutter, dann kommt das nicht von ungefähr. Die Discounter sind verantwortlich für ein System, das den Preis zum alleinigen Maßstab erhebt. Alles muss so kostengünstig wie nur möglich produziert werden. Auch Lebewesen. Und wenn es dann sogar noch die Laufschuhe bei Aldi gibt für 13,99 Euro, dann sitzt irgendjemand in Asien, Kambodscha oder wo auch immer die heutzutage produziert werden, der sich einfach mit einem Monatslohn von 2-3 Euro zufrieden geben muss. Und wir freuen uns drüber, aber einer zahlt's. Das Interessante an dem Erfolg von Aldi ist ja letztlich, dass wir das System alle mittragen, mitmachen. Also wir sind alle aldisiert oder wir sind alle Aldi. Also das heißt, wir können nicht nur mit dem moralischen Zeigefinger auf so ein Unternehmen wie Aldi zeigen und sagen, seht her, die produzieren zu billig und verkaufen zu billig, sondern es muss ja auch immer einen Verbraucher geben, der das auch kauft und der nicht nachfragt und der die Augen zumacht. Diese profitable Wechselbeziehung hat aus dem Unternehmen einen Global Player gemacht. Im Unternehmer selbst schlägt auch noch das Herz des Essener Krämerladenbesitzers. Jeden Tag geht Theo Albrecht ins Büro und kontrolliert die Kosten. Manchmal meldet er sich persönlich bei Filialleitern. Ja, Albrecht hier. Ich sehe gerade, Sie haben 4 Kugelschreiber bestellt. Wozu brauchen Sie denn 4 Kugelschreiber? Wollen Sie mit allen 4 Kugelschreibern gleichzeitig schreiben? Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Wir hatten eine mehrseitige Schreibtischanweisung. Da war ein Schreibtisch gezeichnet und da wurde genau angewiesen, was auf dem Schreibtisch oben drauf zu liegen hatte, rechts und links und was in welcher Reihenfolge. Theo will nicht nur Kosten sparen, sondern auch die Arbeitsweise bestimmen. In einer Dienstanweisung wird jedem Filialleiter vorgeschrieben, wie die Ordnung in und auf dem Schreibtisch auszusehen hat. Bei Zuwiderhandlungen drohen Sanktionen. Erstmal wurde die Filialleiterin zur Rede gestellt. Dann wurde der Bezirksleiter zur Rede gestellt, warum er die Filialleiterin nicht kontrolliert.